Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Versprochen. Selbst die Autoren hier kriegen kein Happy End. Sieht so aus. Schon klar, aber... Nichts aber! Diese Nacht ist ein einziger Albtraum! Seit dem Unfall! Danke, dass du da bist. Ohne dich wäre diese grässliche Nacht viel schlimmer. Wir sind füreinander da. Außer uns hat sich schon lang kein Tourist mehr hierher verirrt. Wo kommt das her? Weiß nicht. Was ist das? Komm mal her! Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Jetzt hör mir doch mal zu, Mann. Diese Stadt kennt mich. Hey, hey, look at me, look at me. We're getting through this, okay? Together. Nicht mein Wert. So helft mir doch. Ich bitte euch. Helft mir, bevor es zu spät ist. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort. Du stimmst mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen... Musst du brennen! Bitte, Gnade! So haltet ein! Ah! Nein, nein, bitte nicht! Nein, bitte! Ah! Ah! Nein! Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Diese Frau von eben, das war ich.
Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt! Hey! Verpiss dich gefälligst! Ach du Scheiße, was ist das? Los, schnell! Das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Hey! Halt diese Biester hinter uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Das Biest kommt immer näher! Es kommt immer näher! Was zum Teufel soll das? Bist du verrückt? Willst du dich umbringen? Los, hier rein! Hey! Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade! Komm schon! Hey! Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen? Er scheint uns zu folgen. Was immer er vorhat, wir dürfen ihm nicht... Ich weiß, dass du da bist! Wenn du die Ruhe bewahrt und nicht auf ihn geschossen hättest, wäre er wohl längst weg. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Komm da raus und zieh mir ins Gesicht! Denk nicht mal dran, da rauszugehen. Du elendes Arschloch! Du meinst, du kannst auf mich schießen? Komm raus, Feigling! Wir müssen ihn loswerden.
Wenn das Biest ihn hört, ergeht es uns schlecht. Hey, ganz ruhig. Ich wollte nur helfen. Hast du es nicht gesehen? Wovon redest du? Hier draußen ist nichts. Das Ding hat schon jemanden getötet. Okay. Erzähl mir, was los war. Ich weiß, es klingt total verrückt, aber... dieses Ding... es hat uns verfolgt. Du musst mir glauben. Warte hier. Und pass mit dieser Waffe auf. War nicht sehr schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Huh? Ich fass es nicht, dass du sauer bist. Wir leben noch, oder? Noch leben wir. Aber nächstes Mal erwischst du vielleicht jemanden aus unserer Gruppe. Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Sie war da. Schien aber mein Pendant verteidigen zu wollen. Sind wir ja sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Kleine? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen für unser Heil und Schutz. Verschont ihn, ich bitte euch. So schwer es ist, Kind, eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft!
genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat es auch fertig gemacht. Hexenprozesse? Was stimmt nicht mit denen? Sie hätten ihn nicht töten müssen. Tut mir leid, das ist so kaputt. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Wir sollten weg, solange es noch geht. Das hier ist eine Falle. Keiner von uns stimmt dir zu. Laut Mehrheitsbeschluss bleiben wir hier drin. Wir dürfen uns nicht wieder trennen. Nicht nach der Sache mit Angela. Gut, okay. Aber wohl ist mir dabei nicht. Das sind mehrere. Na, ganz toll. Hört mal. Niemals. Das muss dieser Prediger sein, der hier überall auftaucht. Ah!
schon! Sag doch was! Wir müssen jetzt was tun! Warte doch mal! Wir müssen ruhig bleiben! Nein, wir müssen Taylor retten! Daniel! Taylor! Bist du das? Ich kann nicht sehen! Bist du das? Ich bin hier drüben! Taylor! Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Ich sag dir doch, zusammenbleiben. Und alles wird gut. So wie bei Angela, was? Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der Beste, vielleicht einzige Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Psst. Was war das? Psst, psst. Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Okay, okay. Warte auf freie Schussbahn. Komm schon, es hat uns fast. Knall das Biest ab. Hab ich's erwischt? Ist es tot? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, fuck. Nein, nein, nein.
Es tut mir so leid. Das kann nicht wahr sein. Nach dem, was beim Museum passiert ist, wie kann es sein, dass sie hier einfach so rumläuft? Ruhig, John. Bitte, es war ein auf. Unfall. Alles ist so abgefuckt. Ich dachte, das Biest kommt uns holen. Scheißding soll keinem mehr wehtun. Weg! Schnell! Bist du da? Daniel? Taylor? Hey! Wo seid ihr, verdammt? Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen, Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen und bisher eine verlorene Seele. Angela, doch wie es scheint, sind sie sich selbst der größte Feind. Ich habe sie ja vor der Pistole gewarnt.
Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel? Echt gemein ist, was da kommt.